Weißt du, was mal mit der Heinrich passiert ist? Weiß nicht, ob das hessisch war. Hessisches. Keine Ahnung. Da ist ein Schild. Da steht, bin zurück nach der Mittagspause. Ah, er ist also noch nicht da, der Tätowierer. Tut mir leid, da Kinder. Da steht VDV, Verein der Verrückten, und ein Pfeil zeigt nach oben. Ja, wer ist denn so verrückt, die Tür da oben mal zu machen? Ich glaube nicht, dass das in meinen Hut passt. Natürlich nicht. Es ist ja auch eine Leiter. Eine Leiter. Gut, ich weiß nicht, welches Symbol hierfür benutzen steht. Du glaubst nicht wirklich, dass das funktioniert, oder? Das glaube ich ebenfalls nicht. Was ist das? Ah, ja. Jetzt könnten wir theoretisch zur Tür. Die erste spannende Interaktion, eine Leiter aufklappen. Yeah. Und jetzt versuche ich irgendwie die Tür zu öffnen. Ja, öffnen. Und wir gehen rein in den Verein der Verrückten. Der seinen Namen aller Ehre macht. Das sieht man hier, das sieht man hier, das sieht man hier, das sieht man hier. Ja, das Haus ist falsch rum. Der einzige, der richtig läuft, ist der Fliegenmann. Versuchen wir mal mit irgendeinem dieser vier komischen Personen zu kommunizieren. Wie wär's denn mit dem Zwangsjackenmann? Das hat doch sowas wie Hannibal. Fleisch. Alles klar, Mann? Was geht ab? Möchtest du ein Geheimnis erfahren? Ein Geheimnis von einem Zwangsjackenmann. Ja, Wie man besonders irgendwelche Leute töten kann, vielleicht? Wer weiß. Ja, bitte, ist es voller schmutziger Intrigen und Gerüchte? Das werden wir herausfinden. Ja, bitte, ist es voll schmutziger Intrigen und Gerüchte? Ich kann es dir leider nicht sagen, fürchte ich, denn sonst wäre es ja kein Geheimnis mehr. Nee, das wäre ja kein Geheimnis mehr. Ja, du bist ja richtig lustig. So kann ich auch sprechen. Entschuldigung. Oh, sprich weiter. Ich werde es auch keinem verraten. Ich darf nicht. Es ist viel zu geheim. So geheim, dass das keiner von diesen drei anderen Verrückten da erfahren darf? Ich meine, ein Fischmann, Pfannenmann und ein Fliegenmann, die können ja auch ein... Na gut, die können auch so bescheuert sein und Geheimnis dann auch nicht für sich aufbewahren, aber naja. Du kannst mir vertrauen, glaub mir. Trust me. Es ist das wichtigste Geheimnis der Welt, weißt du? Gut, dass du mich nicht überredet hast, das hier zu sagen. Die Feen wären sehr böse auf mich gewesen. Oh, tschüss. Die Feen? Verrückt wie ein Pflaumenkuchen. Okay, jetzt probieren wir es mal mit dem Fischmann. Entschuldigung? Guten Hering, mein Junge. Was ist das? Blubbus? Ballons. Guten Hering? Ja, ein wunderschöner Hering heute, nicht wahr? Ich find den sympathisch irgendwie. So, spricht, ist. Ach nee, übergeschnappt? Das glaube ich kaum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in diesem Haus übergeschnappt sein sollte. Nimm's nicht persönlich, aber bist du übergeschnappt? Verrückt? Verrückt wie eine Forelle, mein Junge. Keiner ist so fischblütig wie ich. Entschuldigung. Ich finde den so gut. Ja, auch die Synchronisation, also die deutsche Synchronisation von Simon the Sorcerer 2 ist auch wieder Excellence. Also, das merkt man schon, dass ich lachen muss. Ja, den kann ich nicht widersprechen. Das ist so ein
Darkness. Dem kann ich nicht widersprechen. Der Hering und der Heilbutt haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Vielleicht wirst auch du eines Tages würdig sein. Oh, ich hoffe wirklich sehr darauf. Gut, und möge die Makrele mit dir sein. Makrele. Entschuldigung. Okay, gehen wir rüber zum Pfannenmann. Ist ja sonst doch irgendwas. Hallo. Hallo. Ich glaube nicht, dass er mich hören kann. Er hat ein Taubheitsgelübde abgelegt. Ein Taubheitsgelübde? Und wie kann ich mich ihm verständlich machen? Schreib deine Fragen hierauf. Die Jungs hier sind echt schwer verrückt. Natürlich sind sie das. Besonders... Also, der hat ein, kein Schweigegelübde, sondern ein Taubheitsgelübde abgelegt. Was ich sehr kurios finde. Also, man sieht ja, die Ohren sind noch draußen. Also, der kann wunderbar hören, aber wir müssen ihnen ein Notizbuch schreiben, was wir ihn fragen wollen. Nur geht das notfalls nicht ohne Stift. Aber wir können es ja mal probieren. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Na, du willst ihn doch was fragen, also musst du das denen doch hingeben, oder? Oder dran tackern. Was auch immer. Ja, was können wir denn mal dran schreiben? Ist schon okay, ich kann dich sehen. Okay, also wir müssen jetzt die Fragen auf ein Notizbuch schreiben. Am besten wäre ja immer noch so ein Smartphone, aber im Jahre 1995, von daher ist das Spiel, gab es leider noch keine Smartphones, aber doch schon eher solche Art PDAs, wo man schon was drauf tippen konnte. Das hätte in die Zeit ja wunderbar reingepasst, dieser Mischmaschmelt. Dann, ja, warum trägst du eine Bratpfanne? Eine berechtigte Frage. Es bedeutet, dass ich das Oberhaupt hier bin. Nimm eine Broschüre. Scheinbar glauben die Jungs, dass eine Stunde Durchdrehen pro Woche den Stress abbaut. Das soll das Risiko des Alterswahnsinns reduzieren. Wie kann ich hier eintreten? Oh ja. Glücklicherweise haben wir eine freie Stelle als Breiträger. Breiträger, oh Gott. Breiträger, oh Gott. Hat mich jetzt an irgendeinen Begriff erinnert, aber der fällt mir jetzt nicht ein. Also ist auch irgendwie herrlich, dass er der Oberanführer mit der Pfanne auf dem Kopf ist. Ja, aber nicht. Ich kann mir auch eine Bratpfanne auf den Kopf hauen und ja, dann bin ich auch so eine Art Anführer. Aber halt nur im Schlaf. Dann fragen wir doch mal, was ist zum Teufel ist denn ein Breiträger? Und was ich ja doch schon sagen wollte, eine Stunde verrückt machen soll also gut sein. Meine Aufnahmen dauern ja immer durchschnittlich eine Stunde und ja, das hat mir ja völlig gut getan. Bin halt so völlig verrückt. Nimm eine Stunde auf. Hey, lustig. Okay, wir hören uns mal an, was zum Teufel ein Breiträger ist. Ja, unser letzter Breiträger ist bedauerlicherweise auf Müsli umgestiegen. Müsli? Wieso Müsli? Du erhältst dein Mitgliedshonorar, sobald du zurückkommst. Mitgliedshonorar? Ja, es beträgt 100 Mark im Jahr. Du bekommst es, sobald du zurück bist. Da bin ich mir sicher. 100 Mark im Jahr? 50 Euro im Jahr, das ist ein bisschen wenig. Eine Broschüre von diesen Verrückten, die ich getroffen habe. Steht aber nichts Interessantes drin. Ich weiß nicht, ob es hier noch ein Symbol für Lesen gibt. Also wenn das ein Symbol ist, das spart zwar Platz, aber naja...
man weiß nicht wirklich, was das zu bedeuten hat. Zudem ja auch keine Pop-Ups erscheinen, was das hier bedeuten könnte. Offenbar habe ich eine ungepatchte Version hier. Wer weiß. Dann fragen wir doch jetzt erstmal den Fliegenmann. Fliegenmann! Hey! Aber dieses Gespräch führt zu nichts. Die machen alle ihren Namen alle Ehre. Der Fliegenmann muss natürlich Fliegengeräusche nachahmen. Und ja, da versteht man ja absolut kein Wort. Im Übrigen sind die eigentlich nervtötend. Aber dass er auch an der Decke dauernd rumläuft, das ist auch irgendwie berechtigt. Ich bin auch eine Fliege. Lustige Männchens neben den Waschweibern. Neben den hessischen Waschweibern. Ich würde mal vorschlagen, wir öffnen doch mal, so schön wie es auch ist, die Tür. Wir müssen herausfinden, was in diesem Tätowiergeschäft vor sich geht. Sie ist abgeschlossen. Scheiße. Naja. Konnten wir nichts machen. Mittagspause. Dann kommt er da erstmal wieder zurück. Na, mal schauen. Nicht, dass einer von den Verrückten ein Tätowiergeschäft besitzt. Das will ich auf gar keinen Fall erwarten. So, Kreditbüro? Ist das Kreditbüro nicht eigentlich im Sumpf? Das ist dieselbe Stelle, aber... Ach so, wir kommen ja nicht zum Sumpf, weil wegen der Mauer. Ja, jetzt verstehe ich das. Aber Kredit, da müssen wir uns ja noch erstmal entscheiden, was wir da nehmen können. Auf jeden Fall können wir jetzt bei der Karte ja scrollen. Beim Schloss haben wir noch nicht vorbeigeschaut. Hey, du! Wer? Ich? Ja, du. Du meinst mich? Du kannst hier nicht herumlungern. Warum denn nicht? Das ist doch ein Schloss. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann doch durch ein Schloss gehen. Ich kann doch durch jede Stadtmauer. Hier. Man kann doch zu jeder Stadt gehen. Da braucht mich ja keiner anzuschwärzen. Aber wir sind ja jetzt vermischt Mittelalter, Neuzeit, also haben wir so ungefähr Mittelalterrechte. Naja, kann man nichts machen. Also fragen wir doch mal, warum dürfen wir denn nicht durch? Warum nicht? Dies ist das königliche Schloss. Aha, davor herumzulungern ist strafbar, okay? Das heißt, dass man es nicht darf. Also lass es, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ja, was sollen wir denn lassen? Was lassen? Versuche nicht, dich über uns lustig zu machen. Sich lustig zu machen ist ebenfalls strafbar. Aha. Also verschwinde jetzt besser. Aber ich muss wirklich ins Schloss. Hört, hört, er muss wirklich ins Schloss. Ja, wirklich. Wir sollten ihn besser durchlassen. Falls er die Eintrittskarte dabei hat. Eine Eintrittskarte? Ach so, ja, die lassen uns erst durch... Wenn wir eine Eintrittskarte haben, verstehe. Was war das dann davor? Dürfen wir dann allgemein nicht rein, oder wie? Welche Eintrittskarte? Nun, 24 D-Mark wären ausreichend. Zuzüglich der Unkosten natürlich. Mal sehen. Rüstungspolitur, Sonnencreme. Sonnencreme, Hellebardenwachs, Torbenutzungsgebühr, Zugbrückenöl. Die Liste ist endlos. Insgesamt sind es, sagen wir... 78 D-Mark. 78 Mark? Habt ihr eine Macke? Ich bin neu hier. Wie viel ist eine D-Mark? Ja, das ist auch so eine schöne berechtigte Frage. Die sagen alle D-Mark, aber wir kriegen nur Goldstücke. Haben wir ja zum Beispiel bei den einen Kreditinstitut gehört. Wenn wir da 2000 Mark, nicht Mark, Goldstücke, wenn wir die leihen... Und die nicht zurückbezahlen, dann wird uns ja wichtiges Organ rausgenommen und in Krankenhäuser gespendet. Aber wir haben ja noch nichts gehört, dass wir D-Mark bekommen würden. Es kostet alles D-Mark, aber wir bekommen keine D-Mark. Tja, warum? Fragen wir mal nach. Ich bin neu hier. Wie viel ist eine D-Mark?
Grundsätzlich besteht eine D-Mark aus 256 Pennies. 16 von ihnen ergeben einen Nickel. Und 64 von ihnen eine Krone. 2 Kronen ergeben einen Schilling. Und 3 Kronen sind ein Königsschilling. 5 D-Mark machen einen Silbertaler. Von denen 3 wiederum einen Goldtaler ergeben. Und 45 D-Mark sind ein Royal Flush. Ganz einfach. Okay, ja. Alles verstanden, wunderbar. Dann seid ihr irre. Das kann keiner verstehen. Ja, dann fragen wir doch mal, wo sollen wir denn bitteschön das Geld herbekommen? Und wo bitteschön soll ich das Geld herbekommen? Du könntest es gewinnen. Oder es irgendwo finden. Oder es erben. Oder von irgendjemand Verrückten geschenkt bekommen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, die Möglichkeiten sind unendlich. Man findet doch überall Geld. Ich würde mal gerne einen 100-Euro-Schein mitten auf den Boden werfen. Oh, Entschuldigung. 200-Mark-Schein auf dem Boden finden. Das ist ja ein älteres Spiel. Tut mir leid.